Hallo Leute, willkommen zu meinem 7. HTML-Tutorial. Im letzten Tutorial habe ich euch gezeigt, wie man Schriften verändert, also Farben hinzufügt, die Größe verändert oder die Schriftart verändert. Und ich habe euch neun Breaking Spaces gezeigt. Und diesmal werde ich euch zeigen, wie man Links macht. Also fangen wir an. Links werden mit einem Tag gemacht, wo einfach nur A steht. Genau weiß ich nicht, warum das so ist, aber ist halt so, man kann es ja nicht verändern. Also einfach nur A. So. Und dazwischen schreibt ihr das, was ihr in eurem Browser als Link stehen haben wollt. Also das, was dort steht, wo man draufklicken muss und dann zu der Seite hingebracht wird. Wenn ich das jetzt mache, seht ihr, dass ich das, also seht ihr das, aber ich habe es ja noch mit nichts verlinkt, also wird es mich auch nirgendwo hinbringen, wenn ich draufklicke. Und dafür brauchen wir ein Attribut, das href heißt. Und Attribute kommen ja immer in den Anfangslink und nach dem Attribut steht immer gleich und Anführungsstriche. Und jetzt möchte ich zum Beispiel, dass ich nach Google verlinkt werde. Dafür muss ich http://www.google.de schreiben und dann speichere ich das ab, F5, und jetzt seht ihr, dass ich zu Google verlinkt werden kann. So, jetzt möchte ich aber zum Beispiel, sagen wir mal, ich hätte eine eigene Website mit verschiedenen Seiten. Dann müsste ich, und wenn ich jetzt möchte, dass auf einer Seite ein Link zu einer anderen Seite steht. Dafür möchte ich zum Beispiel, also sagen wir jetzt, das da ist meine Homepage. Und hier ist der Link zur zweiten, Seite. So, und da kann ich ja jetzt nicht zu Google verlinken, also brauchen wir jetzt erstmal eine zweite Seite. Und die könnt ihr machen, indem ihr auf Datei und dann neu klickt und dann bekommt ihr so eine Seite. Ich kopiere jetzt erstmal diesen ganzen Standardtext, weil wir möchten ja keine Zeit verlieren. Ja. Das kann ich auch löschen. Und das ist, nenne ich mal, Seite 2. Ups, hab hier ein bisschen was weggemacht. So. Und das speichern wir jetzt ab. Ich mache jetzt mal einen Ordner. New Folder. Und den nenne ich HTML. Und da speichere ich jetzt. Ich verschiebe das ein bisschen, damit ihr mal einen schönen Ordner hier seht. Und speichern unter. Ich nenne es mal Seite 2. Und dann müssen wir es als HTML-Dokument speichern. Und wir speichern es im HTML-Ordner. So, jetzt haben wir es abgespeichert. Und wenn wir es jetzt verlinken wollen, wenn wir im Browser sind und verlinken wollen, dann müssen wir immer, also wird der Browser immer automatisch nach dem Dokument auf der Seite suchen, wo man gerade ist. Also wenn ich jetzt hier schreibe Seite 2.html, das ist das Dokument, aber es ist ja nicht auf dem Desktop, sondern in einem anderen Ordner. Und der Browser wird aber nach diesem Dokument im gleichen Ordner suchen. Also müssen wir den Browser auf den anderen Ordner, also im anderen Ordner suchen lassen. In dem Fall diesen HTML-Ordner. Also wird jetzt nach diesem Ordner suchen und in diesem Ordner nach diesem Dokument. Speichern wir mal ab. 5. Wenn wir jetzt zur zweiten Seite klicken, sind wir auf der zweiten Seite. Ja, also wenn wir jetzt aber möchten, dass, wenn wir auf der zweiten Seite sind, dass wir dann wieder auf unsere Homepage verlinkt werden, dann, also hier, Homepage zurück zur Homepage, so, da können wir nicht, da die Homepage nicht auf dem, im gleichen Ordner ist, können wir nicht einfach nur das Dokument reinschreiben und es ist ja auch nicht in einem Ordner drüber. Deswegen müssen wir dem Browser erst sagen, dass er einen Ordner nach unten gehen soll. Und das macht man, indem man Punkt Punkt Slash
Und jetzt können wir dieses Punkt Punkt Slash hat bedeutet, dass der Browser einen Ordner nach hinten gehen soll. Und wenn wir das haben, können wir dann, wie heißt, ja, mein HTML, so heißt das Dokument, Punkt HTML. Und das können wir jetzt abspeichern. Wenn, jetzt sind wir auf unserer Homepage, aktualisiere ich mal. Wenn wir dann zur zweiten Seite gehen, können wir mit der zweiten Seite wieder zurück zur ersten Seite. So, ja. Und wenn wir jetzt aber wollen, dass, wenn wir zur zweiten Seite gehen, dass in einem neuen Tab geöffnet wird, dann müssen wir ein weiteres Attribut hinzufügen. Und dieses Attribut heißt Target und ist gleich Anführungsstriche. Und da müssen wir schreiben New Window. Oder man kann auch, zeige ich euch gleich, ich speichere es erstmal ab, F5, wenn jetzt klicken, wird es in einem neuen Tab geöffnet. Man kann auch, ist vielleicht einfacher für manche, Unterstrich und ein Blank. Und das, damit kommt man auch auf einen neuen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was passiert, wenn man einfach nur Blank schreibt. Ja, das funktioniert auch. Also, Blank, New Window, funktioniert alles. Also, ist egal, was man macht. Das war es eigentlich für heute. Im nächsten Tutorial werde ich euch zeigen, wie man, also werde ich euch mehr zu Links erzählen und ich werde euch zeigen, wie man E-Mails verlinkt. Ja, abonniert meinen Channel und bewertet und kommentiert das Video. Bei Fragen schreibt mich an und tschüss.